Sie leben unter uns. Sie verfolgen eine Mission. Sie haben geheime Kräfte. Sie sind Hartz IV. Vier mutige Superhelden kämpfen für Hartz IV-Empfänger. Dietmar, The Eye. Mit seinem Infrarot-Laserauge sieht er durch Gegenstände. Sandra, The Witch. Mit ihren spirituellen Fähigkeiten kann sie in die Zukunft schauen. Mike, The Punch. In diesem Bodybuilder schlummert ein kolossales Monstrum. Fred, The Incredible Hulk. Er beherrscht seine Alkoholfahne und lässt sie fremde Stimmen imitieren. In einer Zeit der sozialen Kälte müssen sie immer häufiger Hartz-IV-Empfänger unter die Arme greifen. Sie sind Hartz IV. Und der Vater wedelte mit einem Hartz-IV-Bescheid. Oder war es ein Brief? Irgendwas mit Raubkopien. Dann sah ich den türkischen Jungen beten. Er betete eine große Comicfigur an. Hulk, glaube ich. Die drei männlichen Mitglieder der Hartz-IV-Crew saßen am Frühstückstisch und hatten sich gerade einen weiteren kryptischen Traum von Sandra angehört. Na, dann hoffe ich mal, dass wir da was machen können, murmelte Dietmar und kippte sich den letzten Schluck Kaffee runter. Hartz IV! 11 Stunden später, es war kurz vor 21 Uhr, in einer luxuriösen Villa in Zehlendorf. Der Rechtsanwalt Peter Mattesen wollte gerade sein Haus verlassen, als er in der Eingangshalle einen Brief entdeckte. Keine Briefmarke, kein Absender. Sehr geehrter Herr Mattesen, hier schreibt Ihnen Hulk. Am 20.05. haben Sie Hakan Gültür eine Abmahnung geschickt und ihn aufgefordert, 1.200 € als Mahngebühr zu überweisen. Sein Sohn Mehmet hatte sich den Film Der unglaubliche Hulk von einer Internet-Tauschbörse heruntergeladen. Da ich der Protagonist dieses biografischen Werkes bin, billige ich diesen Download ausdrücklich. Ich fordere Sie hiermit auf, der Familie Gültür sofort einen Brief zu schicken, in dem Sie die versendete Abmahnung widerrufen. Des Weiteren fordere ich Sie dazu auf, Ihrer Widerrufserklärung ein von Ihnen bezahltes Abonnement einer kostenpflichtigen Online-Videothek beizulegen. Hochachtungsvoll, Ihr Hulk. Sehr witzig. Irgendwelche Chaoten. Mattesen zerknüllte den Schrieb und verließ das Haus. Er hatte gerade die Tür zugezogen, hörte, wie das Garagentor aufsummte, als er ein ungewöhnliches Vibrieren wahrnahm. Plötzlich stand ein 5 Meter großes grünes Monstrum vor ihm, das ihn am Kragen packte und in die Höhe riss. Mit Bedauern musste ich feststellen, dass Sie meiner Aufforderung nicht nachgekommen sind. Aus diesem Grund muss ich Sie bitten, dieses so zeitnah wie möglich zu erledigen. Dann wurde der Jurist zurück in sein Haus geschleudert. Ferner rate ich, das Verfassen von Abmahnung zu unterlassen. Hartz IV! Eine halbe Stunde später saßen Mike, der wieder seine normale Größe angenommen hatte, mit Dietmar und Fred in der U-Bahn. Ja, Sandra, hier ist Dietmar. Auftrag ausgeführt. Mike hat super diese Comicfigur gespielt und Freds Altgefahrene hat ihn synchronisiert. Jetzt hat Mike Angst, dass die Farbe nicht mehr abgeht. Was? Nö, ja, das wird schon der richtige Anwalt gewesen sein. Ich hab das ja von draußen beobachtet, der ist dann gleich vor seinen Computer gekrochen und hat das geschrieben, was wir ihm empfohlen haben. Abgesehen davon, hier in Zehlendorf kannst du eigentlich nie den Falschen treffen. Ja, tschö. Hartz IV!